Out! 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 Stopp, das ist nicht Luxemburg. Der denkt, wir sind in Luxemburg hier. Luxemburg ist easy, aber hier, Bro, ist gefährlich. Der schönste Ort auf der Welt ist immer der Ort, an dem ihr jetzt, in diesem Moment, gerade seid. Yo, Bro! Was geht? Geiler Typ, Mann! Wie geht's dir, Mann? Sehr gut. Komm rein, Brother. Yep. Komm rein! Der Marty, hey, ich hab ihn so vermisst. Da bin ich. Ich hab dich vermisst. Ah, wieder die alten Gewohnheiten. Koffer tragen. Klar, ich bin da, ne? Hey, wir haben hier richtig geile Crip. Zeig ich dir jetzt. Bro, du hast was verpasst in Uganda, Mann. Fuck! Und ihr auch. Ich habe jetzt nur 2 Videos hochgeladen. Oder 3. Eins muss ich noch schneiden. Ich weiß nicht, ob ich das in 2 Teile machen soll, weil es richtig viel Material. Aber ich konnte das nie so auf Kamera rüberbringen, Bro. Es war so hart. Die Gorillas, 5 Meter vor uns. Diese Natur. Ey, Bro. Unbelievable. Weißt du, was mich am meisten fasziniert hat? Du siehst dort erstens mal die pure Natur, unberührte Natur. Und du siehst auch die Menschen dort, die noch nicht so westlich beeinflusst sind wie wir, weißt du. Das ist schon echt geil. Einfacher. Zeig ich dir die Crip hier. Wir haben 2 Stücke. Ja. Geil. Wir haben hier ein gutes Team. Ben ist am Start. Und ein paar Mitarbeiter von Ben auch da. Hey. Der Sven. Was läuft bei dir? Patrick, alles gut? Ja. Hey, grüß dich. Alles gut? Ben am Start. Bro, was läuft bei dir? Ah, ich freue mich so, dass wir uns wieder sehen. Eine Woche lang. Hey, wir haben uns Ewigkeiten nicht mehr gesehen. Ja, und jetzt ist geil. Jetzt sind wir vereint. Ja, Mann. Geiles Buch. Das ist richtig gut. Das ist eines der besten Businessbücher. Seht ihr das? Das ist eines der besten Businessbücher überhaupt. Das ist sehr technisch aber auch. Aber würde ich jedem empfehlen, der ein Business aufbauen möchte. Nicht ein Business aufbauen, sondern wenn du schon ein Business hast. In dem Buch geht es eigentlich darum, dass du, wenn du ein Startup hast und aus der Startup-Phase in diese Scale-Up-Phase überwandelst. Wir haben jetzt 4 Jahre lang OTL gibt schon seit 4 Jahren, voll krass. Wir kommen jetzt aus dem Startup raus, wir haben jetzt 40 Mitarbeiter und ich möchte das Ganze weiter skalieren. Das nächste Ziel sind 10 Millionen Umsatz im Jahr und da komme ich nicht mehr mit der aktuellen Struktur hin, deswegen muss ich ein bisschen umbauen. Und so ein Buch muss man richtig durcharbeiten, also es bringt nichts, das zu lesen, da muss man wirklich sich rausschreiben, unterstreichen und wirklich durcharbeiten, sich viel aufschreiben, also das ist schon echt wichtig. Das ist ein sehr gutes Buch. Das ist ein fucking Arbeitsbuch, ja? Das musst du durchhusteln, nicht einfach lesen, ja, durchhusteln. Da haben wir noch... Ja, Mann. Stell dir mal vor, wer bist du? Robert, hi, grüßt euch. Er ist Freund von Sven, ha? Freund von Sven und Ben und wir machen Veranstaltungen in Berlin, an der Spree. Haben eine große Event-Location und... Auch 40, 50 Mitarbeiter. Ja, sind auch relativ groß unterwegs. Alles ein Unternehmer hier. Alles ein Unternehmen, alles am Start hier. Wer bist du? Ich bin der Max, ich versuche gerade mein Essen. Bei Uber. Wer stellt sich bei Uber hin? Bam! Echt heftig. Geil, ja? Mit dem Stadion. Mit dem Stadion. Schau mal hier in Whirlpool. Eins muss ich sagen. Wir haben aus Berlin gelernt. Wir haben jetzt 2 Drohnen. Und wir fliegen jetzt dahin. Dort rein. Werden viel rumfliegen hier. Du hast für die Drohnen-Shots in Uganda gefehlt und für die richtig krassen B-Rolls auch. Wir haben hier die Ladies. Come here, guys. Hello. Hey. Hey, hey. Wie geht's? Hast du dich erholt? Nein. Hast du dich erholt von Australien? Ja, sag mal, hast du dich eigentlich erst erholt? Das juckt noch immer. Jetzt ist gerade schon wieder ganz schlimm, oder? Sag mir, dass du spielen kannst. Wir haben sogar hier ein fucking Klavier. Ist das ein Flügel oder ein Klavier? Das ist ein Flügel. Schau mal, ich mache etwas ganz Einfaches.
Wie, Bro? Kann das real? Kann das real? Kann so. Real. Unsere Zimmer. Vier Zimmer. Vier Schlafzimmer. Eieiei. Aber schau, jetzt bringen wir. Was für ein Ausblick. Jetzt geben wir den Bären den V-Max. Den silbernen haben wir für ihn mit zwei Patronen. Zwei Patronen. Da haben wir hier noch ein bisschen Nachschub. Das ist Minze. Und das ist Vanille. Vanille oder Kaffee? Vanille. Schmeckst du? Yes. Mega nice. Geben wir das. Ich weiß jetzt gar nicht, ob wir die schon online haben, wenn dieses Video online kommt. Aber falls wir die online haben, Link ist unten in der Beschreibung. Es kann sein, dass man die jetzt kaufen kann, weil wie gesagt, ich weiß nicht, wann das Video online kommt. Falls nicht, kann es sein, dass ihr euch eintragen könnt, sodass ihr die Ersten seid, die benachrichtigt werden, wenn die online sind. Weil ich kann euch etwas sagen, wir haben nur eine begrenzte Anzahl von denen für die erste Charge. Und die werden ganz schnell weg sein. Die werden fucking schnell weg sein. Die werden schnell weg sein, weil die Nachfrage ist groß. Weißt du? Okay. Ich habe euch ja versprochen, dass ich euch diesbezüglich noch Updates gebe, was genau die Vorteile sind vom CBD, wie das auch gesundheitlich aussieht. Das ist gesundheitlich absolut unbedenklich. Ja, das ist Dampf, das ihr einatmet. Also kein Rauch, kein Teer oder so. Und ich werde Details wahrscheinlich auf meinem Champions Mindset Podcast durchgeben, sobald wir wieder in der Schweiz sind. Bro, ich habe was für dich. Oh! Ich habe noch zweimal zwei Patronen habe ich nice. Hier noch zum Nachladen. Geil, Mann. Ja. Swiss Made. CBD. Ist alles Schweiz. Hat wirklich auch in der Schweiz gemacht. Schaut sehr, sehr hochwertig aus. Ja, das ist auch fucking hochwertig. Das ist schön, hochwertig schön Produkt, klein. Das wir schön gemacht klein. Haben. Guck mal, ich hab. Hier auf dem Tisch liegt der. Also außer die neue Kollektion von Bro werde ich da hochwertig. Ich hab einen Mighty. Das ist ein Vaporizer, wo du halt wirklich das Gras reintust. Also hier in Südafrika muss ich auch sagen, das ist legal. Der Konsum. Ist das CBD oder ist das richtiges Gras? Das ist richtiges Gras. Also THC? Das ist mit THC. Rauchst du THC? Ich rauch THC. Das tust du hier rein, machst du oben drauf. Oben wird unten wird die Luft erhitzt, die heiße Luft wird durch diese Kapsel durchgeströmt. Dadurch lösen sich die ganzen Inhaltsstoffe, CBD, THC, alles mögliche, was da drin ist. Oben wird es wieder abgekühlt und dann inhalierst du es eigentlich quasi nur noch Wasserdampf. Oder, ja, es ist Wasserdampf, es ist Dampf, was du inhalierst. Schau dir mal so richtig an. Ja, aber das ist krass, ja, das ist heftig. Hey Bro, mit dem kannst du einen Tod schlagen, schau mal so. Das ist mega krass. Aber ich glaube, euers funktioniert ja komplett nur ganz anders. Es ist revolutionär. Ist das Berry? Ja, ist Berry. Richtig gut, der vom Geschmack. Geiler Geschmack, gell? Schmeckt gut. Ich finde, die Geschmäcke sind uns richtig gut gelungen, ja. Das ist Kaffee. Kaffee ist auch geil. Kaffee ist Blockbuster! Ach, habe ich das vermisst. Den durchgeknallten, verrückten Typen. Da ziehst du nachher auch mal richtig fest dran. Da haben wir eine Mischung aus mit dem richtigen THC. Soll ich mal richtiges THC, das mit, von dem wirst du nicht drauf, CBD, ja? Das ist, du hast nur die positiven nee, Vorteile. Cool. Also CBD. Soll ich mal THC vor der Kamera rauchen? Dann, ich dreh durch, gell? Dann dreh ich noch mehr durch. Ich bin ja offizieller Cannabis-Patient. Also ich darf es offiziell, ich habe einen Cannabis, einen Opioid-Ausweis, den habe ich noch dabei, kann ich dir mal zeigen. Habe ich vom Arzt bekommen wegen meiner Tumorgeschichte von vor eineinhalb Jahren. Also ich darf offiziell, sogar in der Apotheke, darf ich mir Cannabis kaufen. Das ist schon krass. Aber brauche ich nicht. Very, very nice. Mir geht's hauptsächlich auch um das CBD. Baby, wie war Uganda? Skala schön. 1 bis 10? 10. 10, ja. Uganda. Aber Tansania auch. Aber Uganda ist die Perle von Afrika. Sie war auch schon in, du warst auch schon in Afrika, right? Ja. Du warst das 6 Jahre in Kenia gelebt. In Kenia. Und? Wie ist Afrika? Sag mal den Leuten, wie Afrika ist. Afrika ist der schönste Kontinent auf der Welt. Yes! Yes! Sie hat ihn angebrochen. Ich kann nicht mit rechts. Ihr habt gehört, den schönsten Kontinent auf der fucking Welt. Ich sehe es ähnlich, wobei ich es auch so sehe, überall ist es schön. Der schönste Ort auf der Welt ist immer der Ort, an dem ihr jetzt, in diesem Moment, gerade seid. Ja, ich habe dir das Essen hier geholt. Vegan Food. Da, rote Beete. Taftat hat echt eine gute vegane Küche.
Wärm oder nicht? Nee, das ist Avocado-Sandwich. Mhm. Also Avocado-Toast. Und warte, jetzt muss noch etwas drin sein. Nö. Haben die dich gescannt? Die haben mich hart gescannt! Nee, stimmt schon, das ist die Bowl einfach. Aber ich hab mir die ein bisschen größer vorgestellt. Hier haben wir nochmal zwei Ladies, die hier am Start sind, Mitarbeiterinnen von OTL. Ich weiß gar nicht, wer hier in diesem Haus alles wohnt. Keine Ahnung. Ich habe alle Namen schon vergessen. I don't know. Wollen wir los? Yes. Dann der Mischa ist auch noch hier, auch in einer Villa. Dann kommen die Crypto Boys. Die haben auch noch eine Villa für 10 Leute hier. Also wir sind hier ungefähr 30 Leute. Keine Ahnung was. Gar keine Ahnung mehr, wie, wo, was, mit wem, wo. So, jetzt zeige ich dem Matthias hier ein bisschen Kapstadt. Wir sind hier an der Waterfront. Da haben wir den Tafelberg mit der Wolke, die über den Tafelberg rüber schwebt. Schon fast wortwörtlich. Und ihr seht, was für ein krasser Kontrast es ist von Uganda und Südafrika. Das sind ja im gleichen Kontinent. Wobei man auch ganz klar sagen muss, dass Südafrika ja zu den reicheren Ländern gehört in Afrika. Und Uganda natürlich eines der Länder ist, ja eines der ärmsten Länder ist hier in Afrika. Aber es ist krass, so den Kontrast zu sehen. Aber Kapstadt gefällt mir sehr gut, sonst wäre ich nicht schon das dritte Mal hier. Und ich bin jetzt gespannt, was passiert. Also momentan bin ich richtig fit, obwohl mich 25 Malaria-Mücken gestochen haben. Ne, ist kein Witz, ich bin richtig zerstochen worden in den letzten 2-3 Tagen bei den Gorillas. Und ich bin jetzt gespannt, ob ich Malaria bekomme oder nicht. Und wenn ich es bekomme, dann stecke ich dich an. Nee, geht übers Blut. Ich glaube schon, ich glaube ja. Aber ich denke, ich bekomme das nicht. Ich bekomme das nicht. Hey. Was ist das da? Bro, vegane Schokolade. Ist das vegan? 100% vegan. Ich verarsch mich jetzt nicht, hey. Ich schwör's, du kennst mich. Ich bin Veganer. Ist das vegan oder was habt ihr ihm da gegeben? Nein. Vegan, gell? Vegan ist Vegano. Vegan, ja. Was macht ihr da? Auf jeden Fall vegan. Der cheatet wieder hier. Du weißt, bei mir gibt's eine Regel. Bei mir, wenn du bei mir am Start bist, dann musst du dich pflanzlich nehmen. Das ist eine Regel hier. Das heißt, ich muss jetzt nach Hause. Das heißt, du bist gefeuert. Okay. Mmh. Ja, das ist gute Sachen. Wir haben das Ganze hier auch mit Kokosnussjoghurt. Dein veganes Nutella? Wie vegan. Das ist richtig geil. Ich liebe Gerüche, alle Arten von Gerüchen. Ja. Der Geruchssinn ist ein Sinn, ja, wie du das Leben wahrnehmen kannst. Weißt du, was ich verdammt wichtig finde, Bro? Viele Leute machen etwas für ihren Intellekt. Das ist auch wichtig, ja. Aber weißt du, was das Wichtigste ist? Dass du etwas für deine Wahrnehmung machst. Dass du deine Wahrnehmung ausweitest. Je mehr du deine Wahrnehmung ausweiten kannst, desto mehr kannst du die Welt so sehen, wie sie wirklich ist, ohne irgendeine Verzerrung. Und je mehr ist dann das Leben für dich. Das ist eine andere Art von Intelligenz, so nenne ich es mal. Als dass es sich beibringe über Bewusstseinsentfaltung und innere Wissenschaft. Also, Link unten in der Beschreibung. Nein. Gehen wir Pizza essen? Im Norden keine Prüfungsposition. Bro? Wenn man die fragt, wir haben alle rausgekommen. Ist vegan? Nein. Doch, das ist es. Hey, guten Appetit. Guten Appetit. Blablabla. Oh, vegan, baby. Als wir in dem Flug gebucht haben, Menü, habe ich geschrieben, Special Menü, vegan. Da gibt es einen einfachen Tipp, da geht man einfach her und sagt, es muss ein Fehler sein und dann bekommt man sein Beef trotzdem. Ja, ja, ja. Kannst du jetzt mal 3 Minuten abziehen von deinem Leben? Was? Hopp, hopp. Julia wollte wieder nach Hause laufen hier. Spinnst du oder was? Hey! Sorry, aber nein! Wieso hast du noch rosa Tasche? Oh, jetzt Action. Achtung, sehr gefährlich hier. Nicht wenn dunkel ist, nicht mehr rausgehen. Sehr gefährlich. Was noch mitnehmen da? Bye bye Uber. Oh, Polizeisirenen gehen wieder an. Oh, Achtung, hast du es gehört? Polizeisirenen, Achtung, schnell rein. Rein. Geht rein. Scheiße.
Schau mal, wenn ihr mal überfallen werdet, wenn das mal passieren sollte, kann immer überall passieren. Hier in Kapstadt, kann auch in New York passieren, kann in Berlin passieren, kann in Zürich passieren, kann überall passieren. Dann ist einfach wichtig, wenn jemand eine Pistole hier hinhält oder mit dem Messer kommt, gebt ihm einfach, was er will. Ganz einfach. Wenn er dann leben will. Verpisst euch wieder. Ja, und wenn du kein Geld hast? Dann passiert gar nichts. Entweder knallt er dich ab. Oder du nimmst die Waffe weg. Da musst du sehr flexibel sein, ja? Sehr flexibel sein, das ist immer gut. Flexibilität. Ist so, flexibel muss es sein. Und respektvoll, auch wenn euch jemand gefällt. Er wird einen Grund haben, warum er es tut, ja? Klar, sonst würde ich es ja nicht tun. Ben! Ja? Was machst du hier? Ich versuche den Mond zu sehen. Oh, Brother! Sehr geil. Ja. Und wer bist du? Nein, und du? Ist hi, hi. Was macht ihr da? Was machst du? Jenny sucht die Sterne und Ben holt sie runter. Bleibt aber in der Familie. Aber es ist schon ein bisschen gefährlich, hier am Abend noch auf der Terrasse zu sein, gell? Es könnte schon ein bisschen gefährlich sein hier, oder? Schau mal bitte. Was macht die da? Links. Links fangen. Okay, jetzt sind nur noch die Männer drin. Ich spiele einen Song für euch jetzt. Nein! Nein, ich bin jetzt los! Oh, Bro! Was läuft bei dir? Der ist da gleich arbeitsunfähig, das geht nicht! Scheiße! Steht das irgendjemand hier, was da drauf steht? Hey Bro, ich glaube, ich habe. Kann man da auch zu viel ziehen dran? Ja. Wirklich? Wir haben leider keinen Platz mehr gehabt für Matti in unserer Crib. Das heißt, Matti muss alleine jetzt hier am Start sein. Aber wir haben für dich eine gute Crib gebucht. Ich hab ihm was Schönes gesagt. Ja, super. Also, super. Was willst du hier, was willst du sagen? Bin ich... Es ist schon, wo ist der Pool? Wo ist der Pool? Hey, oder? Also, da Büro, schau mal, du kannst da husteln. Schau, Bro, du kannst hier husteln und schneiden. Dann hast du eine Möglichkeit, hier zu husteln. Oder du hast die Möglichkeit, hier zu husteln, Bro, oder hier zu husteln. Und wenn du so richtig in den Hustle-Mode reinkommst, dann nimmst du einen Hustle-Kaffee. Ja. Ja. Nee, das ist wirklich wichtig. Weil, schau mal, mir war es wichtig, Bro, dass du genug Platz hast zum husteln. Und da, schau, hier kannst du auch nochmal husteln. Die Tische sind für dich am wichtigsten. Bett ist egal. Genau. Du brauchst mein Bett. Und hier noch? Du brauchst mein Bett. Terrasse? Oder? Der braucht kein Bett, ja, Matti, oder? Hat gar keine Zeit zum Schlafen hier bei uns. Terrasse hassen. Hier musst du auch noch hassen. Mach mal auf hier. Also. Und ciao, Brother, wenn dir mal nach frischer Luft ist, dann hast du hier noch etwas zum Hassen. Hier, Tisch, Laptop, Strom, überall, okay? Und jetzt alle mal einen Daumen nach oben geben für den Matti. Schaffen wir 2000 Daumen nach oben für den Matti? Na, schaffen wir das? Also, yes, schaffen wir. Was meint ihr? Bro, bei minus 2000 bist du durch. Bin ich raus. Sorry, gell? Bro, zwei Dinge noch. Wasser am Start, gell? Morgen ein Liter Wasser, du weißt Bescheid. Hier, die Fruits sind auch im Game. Morgen! Bis morgen. Eine gute Zeit, Bro. Pünktlich. 9 Uhr. Beintraining morgen. Erstes Mal nach 1,5 Wochen. Ganz wichtig. Schau, dass du um 10:30 alle Lichter abhast, weil hier ist gefährlich. Die Leute sehen draußen, wow, da ist jemand, der hat Licht. Und dann kann es sein, dass sie hier einbrechen. Das ist kein Witz. Das ist Kapstadt, Bro. Das ist Kapstadt. Das ist nicht Luxemburg. Der denkt, wir sind in Luxemburg hier. Luxemburg ist easy, aber hier, Bro, ist gefährlich. Ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Nicht vergessen, please, gell? Oh, yeah.
Hi, that's me. Jetzt! Wie geht's? Wir hatten einen Stromausfall. Wir sind nicht mehr rausgekommen. Ich auch aus dem Lift. Ich bin schon nur da. Ey, wenn es brennt hier und du kommst nicht mehr raus. Dann bist du tot. Bist im Arsch. Echt krass, oder? Ah. Wann hast du das letzte Mal trainiert? Boah, 2 Wochen. Super, ich letztes Mal vor 1,5 Wochen Beine. Es wird jetzt richtig nice. Ah, jetzt geht's los. Wieder fit, hey. Das fühlt sich, ich fühle mich wie bin neu geboren. Also wenn du 1,5 Wochen keine Beine trainiert hast und dann trainierst du auf einmal wieder deine Beine, den ganzen Hormon ausschütten. Das ist wie Superman. Das wie Superman. Hey. Hey, er hat mein Training gerettet. Er hat mir den Gürtel ausgeliehen. I say, you saved my training with the belt. Oh, no problem. Good form, keep it up. Go Switzerland. Woohoo! Hi, bro. Oh-oh! Der Cleans! Für Matti haben wir hier den Time Punch. Fresh, fresh! In Kapstadt gibt es ca. 5-6 vegane Restaurants. Gibt auch noch ein paar vegetarische Restaurants noch. Wo es noch Käse gibt und Milch. Und total Vegan Rating für Kapstadt, was würdest du Vegan Rating geben? So von 1 bis 10, 6,5, 7. 6. So, was haben wir hier? Wir haben hier eine Berry Bowl. Seht, das Ganze ist kalt. Wir haben eine Acai Bowl, dann haben wir den Burger hier für den Bro. Wir haben eine Berry Bowl, wir haben hier Avocado Toast. Avocado Toast und für Sie eine Snickers Bowl. Anstatt Berry Schokolade. Und dann kommen noch Pancakes. Wow. Das sind die Pancakes. Die sind gemacht, wisst ihr, aus was die gemacht sind? Aus Kürbissen. Braune Reismehl. Schmeckt auf jeden Fall super gut. Hatte ich gestern schon. Das ist geil. Habt ihr es gelesen? Albert Einstein, einer der intelligentesten Menschen unserer Zeit. Nicht nur intelligent, sondern auch weise, hat schon damals gesagt, nichts wird das Überleben der Menschheit so sicherstellen oder erhöhen, als eine Umstellung auf eine vegetarische Ernährung. Heute würde ich sagen vegane Ernährung. Der Typ hat schon damals die verschiedenen Zusammenhänge gesehen. Finde ich mega beeindruckend. Das war noch ein nicht existierendes Wesen. Das gibt's noch gar nicht. Wurde von mir jetzt erfunden. Du Erfinder. Kreativer. Ja. Mensch, es ist mühsam hier, du. Da mal reinzukommen, du. Wenn du kacken musst, so oben bist, das ist schon lange in die Hose gekackt. Yo, Bro. Was läuft? Zum Pool. Ja, jetzt gehe ich zum Pool. Sicher? Nach dem Training. Wenn du schon so einen Pool hast, muss man auch das genutzt werden, oder? Ja, klar. Laufen wir mal rüber, das ist Clifton Beach, wir laufen rüber zum Camps Bay Beach, über diese Steine hier. Mit den Flipflops natürlich. Mit den Flipflops. Kriegt ihr das hin? Ja, oder? Easy, oder? Julia ist nicht begeistert.
Matti, ich habe gehört, Matti kauft sich da eine Villa. Hier, ja, direkt hier mit dem Pool. Mit dem großen Pool da, ja, aufsteigen. Kannst du morgen aus, rauf. Da, direkt. Ja, Matti, bei dem Geld, was du jetzt verdienst. Ja. Hey Bro, ich muss bis nächste Woche bezahlt haben, dann weißt du Bescheid. Ja. Erstmal Vorkasse Villa und dann den Rest für den Lambo. Ja, ja. Okay. Bro, ich flieg weg! Los, los! Ich kann nicht! Juhu! Wenn ihr in Kapstadt seid, müsst ihr auf jeden Fall zu diesen Steinen kommen. Clifton Beach. Ist einfach nur geil hier! Wie gefällt dir Kapstadt bis jetzt? Du hast noch nicht viel gesehen. Noch nicht viel. Erste gesehen, eineinhalb Tage. Sehr schön. Mich ziehen die Berge einfach nur an. Geld wenn im Schuh. Wenn ich die Berge so ansehe, will ich einfach nur hochsteigen. Da haben wir es wieder, die Natur. Wir werden ja, auf jeden Fall Natur mal noch hochsteigen. Machen wir in den nächsten paar Tagen. Ich hoffe, hat euch Spaß gemacht. Gebt dem Video einen Daumen nach oben. Matti, du weißt, 2000 Daumen nach oben. Sonst bist du raus. Sein. Sonst bin ich sonst raus. Ist raus. Also Leute. Wir sehen uns im nächsten Video. Kiss, kiss. Bang, bang.